Aber wir schaffen den Boss schon, keine Sorge. Es wird zwar seine Zeit dauern, aber das ist normal. Ah. Nee, so wird das nichts. Gut, dass hier ständig welche nachspawnen. Das ist echt gut, weil sonst hätten wir schon längst die Arschkarte. Er scheint aber verletzt zu sein. Er blutet nämlich. Nee, doch nicht. Ich dachte, er würde bluten. Leider doch nicht. Ach, und das ist der Pilz, ja, der uns wieder groß macht. Ich brauche Lebensdinger. Ja, die Stoßphase, die hält länger an. Wieso kriege ich jetzt keine? Da hinten ist einer gespawnt. Sehr schön. Lalalala. Das kann sich nur um Stunden handeln. Au, Mist. Lars rennt natürlich voll rein. Ah. Ach, diese blöde Brut von ihm, ne? Kanni, kann man mal bitte bei mir bleiben? Das wäre ganz nett. Ja! Ja! Hm. Oh, wir haben den erwischt, ey. Ja! Geil! Na komm, ein bisschen füllen wir unseren Mana noch auf und dann verschwinden wir hier. Alter! Den kaiserlichen Krabbler erledigt, ey. Ah, super. Oben bleiben, Alice. Das war also der zweite Boss, okay. Alter Schwede. Der hat es mir aber nicht leicht gemacht. So. Giftpilzen habe ich noch nie getraut. Aber manche haben wohl ihre Vorteile. Was für eine Auswahl. Einen Giftpilz essen oder den Insekten zum Fraße dienen? Es ist nicht schön, im Gehen zu essen, aber manchmal geht's nicht anders. Verschwörung der Raupe. Oh, was kommt jetzt? Nur die Einheimischen kennen sich hier aus. Und es gibt nur einen Weg zur letzten Schlacht. Oh, was ist das denn für ein kleiner Teufel? Er kommt auf jeden Fall auf... Da ist ja schon einer. Was ist das denn? Ah ja, okay. Die Dinger füllen uns also wahrscheinlich größtenteils auf, beziehungsweise ganz... Das haben wir jetzt mit kleinen Teufeln zu tun, ne? Das ist... Was kommt da gerade aus der Lava raus? Alles klar! Die bringen Mana, okay. Interessant. Hier gibt's Sachen, das ist ja irre. Oh, das sieht nach einer neuen Waffe aus. Erstmal wird gespeichert, Freunde. Hier ist ja was los.
Na du kleiner Teufel. Und tschüss. Was haben wir denn da? Das sieht nach einer neuen Waffe aus, oder? Tatsächlich. Aber von da kommen wir nicht ohne weiteres ran. Tja, da gibt es wohl nur einen Weg, hm? Wir machen so. Lalala, also wenn Alice gleich in die Lava stürzt, was ich nicht hoffe. Das war knapp. Warte mal, da kommen wir doch ran. So. Der Augenstab des Jabberwocky ist extrem mächtig. Seine Einzelteile allerdings sind wertloser als eine tote Mücke. Ernsthaft, Jabberwocky? War das gerade eine Star Wars-Andeutung? Jabba the Hutt? Ernsthaft? Schade, ich habe die Waffe nicht. Irgendwo hat sich was geöffnet. Das weiß ich nur nicht wo. Jabba wuchs leer. Okay. Cave of the Oracle. Oder Orakel oder wie auch immer. Da jetzt einfach reingehen. Tatsächlich, hier hat sich das Gitter geöffnet. Gut, dann speichern. Ich sagte, wir speichern mal. Freunde, euch habe ich ja schon richtig vermisst. Und die Kartengardisten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Mist. Das war nichts. Aber wir kriegen wenigstens das Mana zurück. Das ist gut. Das ist fair. Tatsächlich. Ah, wie ja dieser Wieder dieser Schrei aus Warlords. Ich wollte gerade sagen, ihr dürft euch von mir gerne an Land zerlegen lassen. Das war gemein. Das war wirklich gemein. Ja genau, ich speichere das auch noch. Genau. So viel zum Thema, ich habe sie mal vermisst. Ja, das hat sich gerade erledigt. Schreit mich nicht so an. Die kann ich nicht erreichen, das habe ich mir gedacht. Ihr kennt das ja schon. Ist echt nicht nett, wie die mich anbrüllen hier. So. Ja, ja. Das kommt dabei raus. Ich muss ja immer noch sagen, das Spiel macht riesen Spaß. Also es verschlingt mich gerade komplett. Zu zerstören der Bosheit verderbten Palast. Alice nimmt von uns die schreckliche Last. Erst wenn du ihren Wächter, den bösen Jabberwocky, ausgeschaltet hast, kannst du die Königin herausfordern. Und nur, wenn du seine Gefährten erledigst, ist der Kampf gegen ihn kein blanker Selbstmord. Einen Teil des Augenstabs habe ich. Wo sind die anderen?
in alle Winde verstreut. Hast du sie alle, so ist ein Schachmatt möglich. Das weiße Königspaar könnte dir nutzen. Anspielungen auf Schach sind ja ganz nett, aber es gefällt mir nicht, dass du mehr von meiner Mission weißt als ich. Okay, eine unbekannte Goa'uld-Stimme aus dem Off hat gerade zu uns gesprochen. Und weiß anscheinend mehr als wir selber. Das ist ja auch toll. Wir können da auch nicht hoch, okay. Ja, da treibt sich schon wieder so ein höllischer Büsch. Jo, drei von denen. Kann man ja mal machen, ne? Alter. Ich mal bedenke, ich war gerade eben noch voll. Jo, den hat's zerrissen. Aber richtig. Ja, oh. Okay, wir müssen also erst ein paar Gefährten auseinandernehmen, bevor wir gegen den eigentlichen Gegner hier kämpfen können. Frage ist, wo geht es jetzt weiter? Ich hab den nicht gesehen. Jo. Aber ich find's gut, dass es meine Gegner zerreißt. Da komme ich nicht hin. Wo muss ich denn hin? Hilfe, Goa'uld-Stimme aus dem Off. Wo muss ich denn hin? Da ist noch ein großes, fieses Loch. Was bist du denn? Alles klar, du hast dem Sensenmann die Robe geklaut. Ich verstehe schon. Du weißt schon, dass das Copyright ist, was du da begehst? Böse! Klaut er einfach dem Sensenmann seine Robe. Alter, was es hier für Gegner gibt, ne? Geil. Ich sag ja, Kreativitätslosigkeit kann man ihm echt nicht vorwerfen. Geil, echt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Das ist zu. Müssen wir hier hin, oder was? Pale Realm. Mhm. Majestic Maze. Maze heißt Streitkolben. Ich weiß zwar nicht, was du bist, aber ich besieg dich mal schnell. Au! Alter! Und er ist anscheinend sehr dehnbar. Kein Wunder, er besteht auch rein aus Lava. Dann ist man wahrscheinlich dehnbar. Das war ja fies gerade. Gut, dann gehen wir mal in die Richtung erstmal. Natürlich. Danke. Also seitdem wir den Crockett-Schläger haben, ist es echt einfach, die zu besiegen. Schachfiguren als Gegner. Ich glaube es. Also hier ist echt alles dabei. Einen Bauern habe ich schon mal geschlagen. Der bringt nicht sehr viel. Alter, wie viele von denen hier einfach sind. Klatsch. Da geht's runter, okay.
Also dafür, dass es einfache Bauern sind, machen die kräftige... Ah! Meine Freunde, die königliche Garde. Du kennst die Züge. Also spiel mit den Weißen. Sie sind zuerst dran. So viel Ordnung inmitten des Chaos verwirrt mich. Die Regelmäßigkeit des Schachbretts verschleiert die Gefährlichkeit, die es birgt. Uh-oh. Das klingt nach einem... Alter, was? Das klingt nach einem heftigen Rätsel. Ja, ihr seht richtig, 17 Seiten mittlerweile. Ich wollte gerade fragen, ist er unverwundbar oder was?